Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Let's Read Katawa Shoujo. Ja, im letzten Part haben wir mit Lilly einen kleinen Einkaufsbummel gemacht und auf dem Rückweg haben wir die Rin getroffen. Ja, die anscheinend sehr ein bisschen verloren ist. Ja, jetzt sind wir kurz vor der Schule wieder und Hisao hatte ein kleines Ausdauerproblem, sage ich mal. Und ja, Lilly wollte wissen, was los ist. Ja, diesmal haben gleich drei Leute mir gesagt, was zu tun ist, beziehungsweise was auszuwählen ist. Und Gott sei Dank waren alle derselben Meinung, nämlich, dass wir sagen, es tut mir leid, ich bin gerade nicht in bester Verfassung, was ja auch ja, der Wahrheit entspricht, nicht wahr? Ich will nicht darüber reden, ist ein bisschen, ne? Ein bisschen verschlossen. Und so wollen wir nicht sein. Wir wollen ein wenig offener sein. Und deswegen werden wir das jetzt mal auswählen. Schon in Ordnung, ich muss nur ein wenig verschnaufen. Meine Verfassung ist gerade nicht die beste. Oh, hat es etwas mit dem Grund zu tun, warum du hier bist? Ich meine. Sie unterbricht sich abrupt. Vielleicht denkt sie, sie wäre etwas zu aufdringlich. Aber sie hat es richtig erkannt. Und obwohl mir das Thema unangenehm ist, will ich sie nicht belügen. Ich denke, es macht mir bei Lili auch nichts aus, wenn sie es weiß. Ich bin noch ziemlich geschwächt. Hanako sagte, du siehst recht gesund aus. Also habe ich natürlich gedacht. Lili lässt ihren Satz wieder unbeendet. Ihre Sorge bleibt unausgesprochen. Ich verstehe sie dennoch. Sie legt ihre Stirn in Falten und ihr sichtbares Unbehagen zwingt mich, noch etwas zu sagen, um sie zu beruhigen. Ich bin überrascht, dass sie so in Verlegenheit ist, wo sie doch mit ihrer eigenen Blindheit so offen umgeht. Sie wird wohl wissen, dass nicht jeder und jede gleichermaßen mit seiner oder ihrer Behinderung klarkommen kann. Nein, schon in Ordnung. Ich habe ein ziemlich, naja, mein Herz ist ein ziemliches Durcheinander. Arrhythmie. Ich hatte vor einiger Zeit einen schlimmen Herzanfall. Und habe den Frühling größtenteils im Krankenhaus verbracht. Die Ärzte haben mich auf die Yamako geschickt. Sie nimmt meine Erklärung mit einem Nicken zur Kenntnis. Meine Antwort scheint sie aber nur noch mehr zu beunruhigen. Sie weiß nicht recht, wie sie reagieren soll, da wir uns ja nicht wirklich gut kennen. Ich kann ihr das auch nicht wirklich übel nehmen. Ich weiß es ja selbst nicht. Obwohl ich ihre Sorgen gern ausräumen würde, möchte ich eigentlich nicht wirklich darüber reden. Mach dir keine Sorgen. Ich versuche, meine Worte mit einem beruhigenden Lächeln zu unterstreichen, bevor mir einfällt, dass das sinnlos ist. Dennoch lächelt Lilly auch mir zu, scheinbar beruhigt, ohne noch etwas zu sagen. Wir kommen vor den Wohnheimen an. Rin bleibt wie vom Blitz getroffen vor dem Wandbild stehen. Sie war auf dem ganzen Rückweg so still, ich hatte fast vergessen, dass sie überhaupt da ist. Heute ist Freitag, oder? Ja, Freitag, der 8. Juni. Das ist schlecht. Schlecht? Warum? Ich glaube, ich werde mich gleich hinkauern und übergeben. Vielleicht auch andersherum. Stimmt etwas nicht? Nein, nichts. Es ist Freitag. Noch gibt es kein Problem. Dieses Wandbild muss bis Sonntag fertig sein, also ist noch alles in Ordnung. Habt ihr Aufputschmittel oder eine Zeitmaschine? Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Also liegt sie hinter ihrem Zeitplan. Wenn ich mich daran erinnere, wie Shizune sich über Rins unbekümmerte Einstellung aufgeregt hat, weiß ich nicht so recht, was ich jetzt denken soll. Ich hab's dir ja gesagt, wäre am naheliegendsten. Es sei denn, sie schafft es bis zum Sonntagmorgen mit allem fertig zu werden. Rin starrt weiterhin auf das Wandbild. Sie versucht dabei, so entsetzt wie nur irgendwie möglich auszusehen. Lasst mich allein. Ich werde noch ein bisschen arbeiten müssen. Ich verdrehe die Augen und schaue zu Lili hinüber, in Erwartung, auf ihrem Gesicht einen ebenso ungläubigen Blick zu finden. Aber wahrscheinlich würde sie so etwas nie tun. Lasst mich allein. Wir lassen sie allein, natürlich. Sie soll sich schließlich nicht noch mehr aufregen, als sie es ohnehin schon tut.
Ich habe ein extrem ungutes Gefühl im Magen. Rin hat wirklich ein Talent, andere dazu zu bringen, sich Sorgen um sie zu machen. Man hat das Gefühl, dass man sie nie allein lassen sollte. Vielleicht sollten wir jemandem Bescheid sagen. Sie hat sich angehört, als stünde sie unter Schock oder so etwas. Ich bin mir sicher, dass sie in Ordnung ist. Sie ist nur etwas, wie soll ich sagen? Lilly neigt ihren Kopf zur Seite und sucht nach einem höflichen Ausdruck dafür, Rin verrückt zu nennen, ohne sie verrückt zu nennen. Einzigartig? Ja, sie ist ja eine sehr einzigartige Person. Ich denke, das kann man so sagen. Sie antwortet mir mit einem melodischen Kichern und nickt zustimmend. Es tut mir leid, dass ich dich vorhin im Stich gelassen habe, als du mit ihr geredet hast. Ich verstehe sie einfach nicht. Deswegen versuche ich, Abstand zu halten. Also habe ich richtig gelegen. Lilly lächelt entschuldigend, als ob es ihre eigenen Unzulänglichkeiten wären, die schuld darin sind. Das sind sie nicht, ganz und gar nicht. Lilly atmet tief aus, vielleicht um ein Gähnen zu überspielen. Ich nehme an, sie ist nicht minder erschöpft von all dem. Ich sollte wohl besser gehen und Hanako ihre Sachen bringen. Danke für deine Begleitung, Hisao. Sie schenkt mir ein liebliches Lächeln. Es fühlt sich anders an als sonst, selbst wenn sie fast immer zu lächeln scheint. Ich kann nicht genau sagen, was genau daran anders ist. Es ist einfach anders. Entspannt vielleicht. Wahrscheinlich ist es einfach nur ihre Erleichterung, darüber rinnlos geworden zu sein. Ja, gute Nacht. Grüß Hanako von mir. Das werde ich tun. Gute Nacht. Und so endet auch dieser Tag. Mal schauen, was jetzt auf uns zukommt in unserem neuen Tag hier. Allmählich laufen die Schüler für den Samstagunterricht ein. Unter ihnen ist niemand, an dessen Augenringen man nicht die Arbeit der vergangenen Nacht ablesen kann. Das wundert mich nicht, es ist schließlich nur noch ein Tag bis zum Schulfest. Zum Glück müssen wir uns heute nur bis zur Mittagspause quälen. Den Nachmittag haben wir zur freien Verfügung. Herr Muto schwankt übermüdet ins Klassenzimmer. Die Schüler sind wohl nicht die einzigen, deren Nacht zum Samstag ziemlich kurz war. Ohne ein Wort zu verlieren, kritzelt er Seitenzahlen und Aufgabennummern an die Tafel, bevor er auf seinem Stuhl zusammensackt. Das ist nicht gerade typisch für ihn, aber niemand in der Klasse scheint sich daran zu stören. Stumm legen sich die Schüler Bücher und Hefte zurecht und machen sich an die Arbeit. Weil ich nicht aus dem Rahmen fallen will, tue ich das auch. Vor lauter Erschöpfung hat keiner Lust, sich mit der anderen zu befassen. Abgesehen vom Rascheln der Buchseiten ist es still. Das kann aber auch daran liegen, dass die beiden Plätze neben mir frei sind. Misha und Shizune sind aus irgendeinem Grund nicht da. Wahrscheinlich haben sie noch mit Vorbereitungen zu tun. Es ist sehr, sehr still ohne Misha. Ich frage mich, ob sie immer schon so ruppig war oder will sie vielleicht damit kompensieren, dass Shizune keine Stimme hat? Nakae, kann ich dich einen Moment sprechen? Ich bin so in Gedanken versunken, dass ich nicht bemerke, wie Herr Muto sich meinem Tisch genähert hat. Sicher, worum geht es? Es wäre besser, wenn wir das vor der Tür besprechen. Das klingt alles andere als gut, aber ich folge ihm auf den Flur. Herr Muto steht auf dem Flur und kratzt sich am Kopf, während er überlegt, was er sagen will. Ich weiß nicht, worum es geht und stehe still daneben. Also, wie läuft's? Wie läuft was? Ich weiß, dass er oft ein wenig vage ist, aber damit kann ich nun wirklich nichts anfangen. Du weißt schon, wie es eben läuft. Du hast jetzt eine Woche hier verbracht. Wie läuft's also bei dir? Ganz gut, denke ich. In Ordnung. Und wie steht's um deine Verfassung? Das kurze Zögern vor der Verfassung irritiert mich. Bislang keine Probleme. Kurz kann ich seinem Gesicht die Erleichterung ansehen. Gut, das ist gut. Der Chefpfleger war ein wenig besorgt, dass du dich vielleicht überanstrengen würdest. Er hat mich gebeten, ein Auge auf dich zu werfen, wenn er gerade nicht die Möglichkeit hat. Das ergibt Sinn. Aber sag das bitte nicht nur, um uns loszuwerden. Wir versuchen zwar, euch so gut wie möglich ein normales Schulleben zu ermöglichen,
Aber ihr müsst erkennen, dass ihr Grenzen habt. Wir wollen, dass ihr begreift, wo diese Grenzen liegen und wie ihr sie ausloten könnt, ohne sie zu überschreiten. Verstehst du mich? Ich denke schon, ich habe auch nicht vor, Dummheiten zu machen. Naja, immerhin ein Anfang. Na dann, zur nächsten Frage. Wie kommst du in meinem Unterricht zurecht? Du hast lange Zeit im Krankenhaus verbracht, soweit ich weiß. Sind wir dir zu weit voraus? Eigentlich nicht. Als ich im Krankenhaus lag, habe ich versucht, den Stoff nachzulernen. Bisher war es nicht zu schwer. Muto tippt sich ans Kinn und hebt eine Augenbraue, während er diese Informationen verarbeitet. Ist das so? Dann gibt es wohl doch noch einige Schüler, die wissen, wie wichtig Lernen ist. So weit würde ich nicht gehen. Eigentlich hatte ich nur irgendetwas gesucht, um mich zu beschäftigen, während ich an die Maschinen gefesselt war, die mich am Leben hielten. Naja, man muss doch auf dem Laufenden bleiben, oder? Ganz genau. Ein falscher Schritt und man kommt nicht mehr hinterher, nicht wahr? Ja, genau. Würde ich nicht wollen. Nein, nein, würdest du nicht. Jede Woche werden neue Entdeckungen gemacht. Laien dürften mit den meisten nichts anfangen können, aber jederzeit könnte auch das Next Big Thing darunter sein. Werde ich im Kopf behalten. Sein Gespräch unter zwei Augen dürfte damit vorbei sein. Er ist wieder in seinen normalen, leicht wirren Ton zurückgefallen. Ich denke, dass mir dieser Muto lieber ist. In all seiner Unvorhersehbarkeit ist er so immer noch etwas vorhersehbarer. Nun gut, ich denke, dass das alles war, was ich zu sagen hatte. Sollen wir wieder zurück? Meine Erleichterung im Angesicht seines Vorschlags ist unbeschreiblich. Sicher, Sie sind der Boss. Herr Muto hält kurz inne. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals einer meiner Schüler zu mir gesagt hat. Einen Moment lang erwäge ich ihm zu antworten, aber irgendetwas tief in meinem Inneren sagt mir, dass ich meine Klappe halten und ins Klassenzimmer zurückgehen sollte. Ein paar Schüler werden von der sich plötzlich öffnenden Tür überrascht. Schnell gehen sie dazu über, wieder so zu tun, als ob sie die Aufgaben von der Tafel bearbeiten. Manche machen sich aber auch gar nicht mehr die Mühe und halten die Köpfe auf ihre Arme gestützt. Ein Nickerchen. Herr Muto scheint sie nicht wahrzunehmen. Er kehrt an seinen Schreibtisch zurück und fischt ein Wissenschaftsmagazin aus einer der Schubladen. Das Gespräch hat ihn wohl auf eine Idee gebracht. In die Klasse kehrt wieder die fast vollständige Stille ein, in der wir sie vor unserer Unterhaltung zurückgelassen haben. Eine Mischung aus Müdigkeit und Vorfreude macht sich im Raum breit. Entweder sucht man nach einer Gelegenheit, ein wenig zur Ruhe zu kommen, oder will noch ein paar letzte Vorbereitungen treffen. Die Uhr an der Wand beeilt sich nicht gerade, die verbliebene Unterrichtszeit auszuzählen. Dann aber läutet die Schulglocke und beendet unser Martyrium. Bevor ihr geht, ich erwarte die Lösungen für diese Aufgaben am Montag auf meinem Schreibtisch. Einmütig seufzt die Klasse und bereut, bis eben so viel Zeit vergeudet zu haben, aber dringendere Aufgaben stehen jetzt an. Das Klassenzimmer leert sich rapide. Jeder will noch letzte Hand an die Vorbereitungen für das Fest legen. Ich bleibe zurück und versuche, die Aufgaben noch schnell zu lösen, um mir nicht das restliche Wochenende mit ihnen verderben zu müssen, wo doch morgen das Schulfest ansteht. Außer mir ist nur noch Hanako im Raum. Ganz offensichtlich wartet sie auf Lilly. Es ist seltsam, dass Lilly den Weg zu unserem Klassenzimmer auf sich nimmt. Ich denke, zumindest nominell dürfte ihr das schwerer fallen als Hanako. Allerdings geht mich das nichts an und natürlich frage ich Hanako auch nicht nach dem Grund. Unsere Plätze sind zwar nicht weit voneinander entfernt, aber keiner von uns sucht das Gespräch. Und so legt sich eine drückende Stille über das Klassenzimmer. Zeit vergeht in dieser vollständigen Stille. Es sind vielleicht nur 15 Minuten, aber sie fühlen sich viel länger an. Ich blättere in meinem Heft weiter, Hanako in dem Buch, das sie liest. Mein Druckbleistift kratzt über das Papier und die Miene bricht ab, als ich gerade den Absatz beenden will. Mein genervtes Aufseufzen und das folgende Herumgraben in meinem Rucksack auf der Suche nach einer Ersatzmine stören die Stimmung im Klassenzimmer. Hanako schaut weiterhin konsequent nicht in meine Richtung. Es dauert nicht mehr lange, bis sich Lillys ranke Silhouette im Türrahmen abzeichnet. Hanako? Kaum hört sie ihren Namen, springt Hanako auf und eilt Lilly entgegen. Sie reden kurz und leise miteinander, aber bald schon macht Lilly wieder kehrt und Hanako geht langsam wieder zu ihrem Platz zurück.
Ich beobachte Hanako aus dem Augenwinkel, weil ich neugierig bin, was die beiden nur getrennt haben könnte. Eine Weile lang tut Hanako nichts und starrt, das Kinn in die Hand gestützt, niedergeschlagen die Tischplatte an. Irgendwann scheint die schiere Langeweile aber Überhand zu nehmen und ihre schmale Hand greift in ihre Tasche, um ein kleines Buch herauszuholen. Es ist nicht dasselbe Buch, das sie in der Bibliothek gelesen hat. Hanako muss eine ziemlich schnelle Leserin sein. Nach weiteren 10 Minuten, in denen sie versucht zu lesen, aber eigentlich nur unruhig auf ihrem Stuhl hin und her rutscht, schließt Hanako das Buch und geht. Ich sollte auch gehen, die Aufgaben sind so gut wie erledigt und weiter habe ich nichts im Klassenzimmer zu tun. Nicht, dass ich irgendwo irgendetwas zu tun hätte. Die Schule brummt vor lauter Geschäftigkeit, niemand achtet auf mich. Ich schlendere an Klassenzimmern vorbei, in denen schwer beschäftigte Schüler wie Arbeiterbienen in einem Bienenstock umherschwirren. Man würde nicht meinen, dass der Schultag eigentlich schon vorbei ist. Draußen ist es ein klein wenig ruhiger. Leute zischen links und rechts an mir vorbei, so schnell wie sie nur können. Sie sprühen nur so vor Energie. Ganz anders als ich. Die Mittagssonne scheint mir die letzte Kraft zu rauben. Mein Körper kann sich kaum aufrecht halten. Ein ganz schönes Gerangel und Gedrängel da. Warme, weiche Luft strömt unter meinem Hemd entlang und fühlt sich an wie ein Kissen. Ich gähne nachlässig und überlege mir, was ich jetzt tun soll. Als erstes bringe ich meine Bücher zurück auf mein Zimmer und dann, ich weiß noch nicht. Vielleicht ist Kenji auf seinem Zimmer. Ja, toll, was willst du von dem? Ganz ehrlich, also mit dem würde ich ja nun wirklich nichts anfangen wollen. Was auch immer. Auf dem Weg zu den Wohnheimen kommt mir Emi entgegengerannt. Dabei trägt sie nicht einmal ihre seltsamen Laufprothesen. Ich winke ihr zu. Sie schlittert ein wenig und kommt dann vor mir zum Stehen. Hey, Hisao! Überall auf ihrer Nase und ihrem Kinn sind weiße und grüne Farbspritzer, aber sie grinst breit wie immer. Sie lehnt sich zu mir, als ob sie mich unter die Lupe nehmen will. Was machst denn? Nichts eigentlich. Ich hab nichts zu tun. Für das Festival und alle anderen scheinen mit wichtigem Kram beschäftigt zu sein. Perfekt. Dann kannst du mir und Rin helfen. Mit den Vorbereitungen für das Schulfest? Na ja, ich weiß nicht, ob ich da viel helfen kann. Ist schon okay. Ich bin auch keine große Hilfe. Emi schnappt mich am Handgelenk und schleppt mich unerbittlich zurück ins Schulgebäude. Was für andere Joggen wäre, ist für sie normales Gehtempo. Ich stolpere bei dem Versuch, mit ihr mitzuhalten. An der Treppe wird sie ein wenig langsamer. Vielleicht ist es schwer, mit ihren beiden Treppen zu steigen. Vielleicht ist sie endlich auch mal außer Atem. Am Ende sind wir wieder im 3. Stock und im Flur der 12. Klassen. Genau da, wo ich vor 5 Minuten schon war. Ich hätte hier bleiben und auf Emi warten können, wenn ich das gewusst hätte. Also arbeitet Rin immer noch an ihrem Wandgemälde? Genau, und sie braucht noch alle möglichen Farben und Pinsel und Zeugs und ich hole ihr das aus dem Kunstraum. Und deswegen brauchst du meine Hilfe? Naja, Rin hat erzählt, dass du ihr schon einmal geholfen hast, also dachte ich, es macht dir nichts aus. Ach so. Dank Emis verworrener Logik bin ich nun wieder hier gelandet, um für andere Leute Kram aus dem Kunstraum zu besorgen. Kommt mir bekannt vor. Abgesehen von uns und ein paar einsamen Staubkörnern, die in der Luft schweben, ist der Raum leer. Emi hüpft zur gegenüberliegenden Wand und holt einen kleinen, zerknüllten Zettel aus ihrer Tasche. Während sie versucht, aus der krakeligen Handschrift schlau zu werden, betrachte ich die Sachen, die hier herumliegen. Dutzende von Farbdosen und Flaschen stehen völlig ungeordnet im Regal. Manche sehen so aus, als ob sie schon seit Jahrzehnten so dastehen. Relikte früherer Generationen von Kunstschülern. Neben dem Stapel fein säuberlich aufgeschichteten Zeichenpapiers sind Kisten voller verschiedener Pinsel und unsortierter Kreiden. Der Geruch nach Farbe, Terpentin und frischem Papier liegt in der abgestandenen Luft. Dieser unverwechselbare Geruch nach Kunst. Emi ist immer noch mit dem Notizzettel beschäftigt und gleicht ihn mit den Etiketten auf den Dosen ab. Findet sie eine richtige, gibt sie sie mir. Sie reckt sich, soweit sie kann, um einen Blick auf den obersten Regalboden zu werfen. Aber es reicht nicht. Ganz gleich, wie sie es anstellt, sie kommt mit ihren Augen einfach nicht hoch genug.
Emil gibt auf, schaut aber so sehnsüchtig hoch wie ein Kind in einem Spielzeugladen. Ihre Wut staut sich auf und sie fängt an, auf und ab zu springen. Emi versucht wohl, die Etiketten in dem Bruchteil einer Sekunde zu lesen, indem sie diese sehen kann. Natürlich funktioniert das nicht, aber immerhin schafft sie es fast, das gesamte Regal umzureißen. Jetzt ist mir klar, wie ich mich hier nützlich machen kann. Komm schon, lass mich das machen. Du kannst nicht hoch genug springen und am Ende verletzt du dich noch. Außerdem bin ich fast doppelt so groß wie du. Bist du gar nicht. Sie dreht sich um, ihre Wangen ganz rot vor Ärger. Nur ein Spaß, nur ein Spaß. Lass mich einfach da oben nachsehen, in Ordnung? Sie blitzt mich noch einmal an, aber es kommt keine Widerrede. Mit einem missmutigen Hmpf dreht sie sich wieder weg. Ich beginne, den obersten Regalboden nach Farben abzugrasen. Emi plündert derweil die Schränke. Ich muss ein wenig den Kopf schütteln, natürlich erst, nachdem ich mich davon überzeugt habe, dass sie mich nicht sehen kann. Ich hätte nicht gedacht, dass Emi einen Komplex wegen ihrer Körpergröße hat. Sonst hätte ich darüber keine Witze gerissen. Sie scheint zwar sorglos, aber ich schätze, dass niemand ohne Schwachstellen ist. Erst als wir fast alle Dinge zusammengesucht und auf dem Tisch ausgebreitet haben, wie die Beute einer Schatzsuche, fällt mir ein, dass es vielleicht gar nicht mein Spruch über ihre Größe war, der sie so aufgebracht hat. Vielleicht mag sie es auch nicht, wenn man ihr sagt, dass sie etwas nicht tun kann, wie zum Beispiel springen. Emi selbst scheint schon wieder alles vergessen zu haben. So schnell sie auf die Palme gebracht ist, so schnell kommt sie auch wieder runter. Sie scheint wohl diese Art von Person zu sein. Wenigstens hat sie sich wohl nichts zu Herzen genommen. Sie redet unbekümmert weiter, als ob nichts gewesen wäre, während wir den Rest zusammensuchen und uns dann wieder zu Rin aufmachen. Ganz der Gentleman trage ich den Großteil der Materialien auf dem Weg zum Wohnheim. Rin setzt sich ziemlich unter Druck, um das Gemälde fertig zu kriegen, ist aber ihre eigene Schuld. Sie hätte früher damit anfangen müssen. Wird sie es denn schaffen? Keine Ahnung. Ich finde, es sieht schon gut genug aus, aber bei Rin weiß man nie, was man noch kommt. Ich habe sie heute Morgen zusammengekauert vor dem Wohnheim gefunden. Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich kann nicht glauben, dass die Nachtpfleger sie nicht gefunden haben. Und jetzt malt sie wieder wie verrückt. Ja, ich habe schon festgestellt, dass sie irgendwie verwirrt wirkt, gewissermaßen. Emi kichert, als sie das hört und mir meine Verlegenheit ansieht. Ist schon okay, sie ist manchmal einfach ein bisschen merkwürdig. Dann sind wir uns einig, aber anders als ich kommt Emi besser klar mit, was auch immer das ist, was Rin so seltsam macht. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass sie sich so nahe sind wie Misha und Shizune. Manchmal, wenn die beiden zusammenarbeiten, kann man kaum sagen, wo Shizune aufhört und Misha anfängt. Obwohl sie so verschieden sind wie Emi und Rin. Und Rin unterscheidet sich von allen anderen am meisten. Sie unterscheidet sich von allen, die ich je getroffen habe. Ja, ich denke, sie ist sehr einzigartig. Ich komme wieder auf dieses Wort zurück, als ob es ihre Persönlichkeit vollkommen beschreibt. Dabei steht es nur für eine lange Reihe ihrer Seltsamkeiten. Emi kichert wieder, diesmal angesichts meines Versuchs, eine gute Beschreibung für Rin zu finden. Sie ist einfach nur merkwürdig. Weißt du, vorhin, da saß sie einfach nur eine halbe Stunde auf ihrer Kiste und hat auf ihren Zehen gestarrt. Sie kichert wieder. Ich glaube, sie weiß selbst nicht genau, wieso das komisch ist, nur dass es eben komisch ist. Die ganze Zeit. Der Arbeitsbereich sieht furchtbar aus, aber das Wandgemälde nimmt jetzt noch viel mehr von der Mauer ein als gestern Abend. Die entstellten menschlichen Figuren sind jetzt in Rot, Pink und Orangetönen ausgemalt. Merkwürdige, fantastische Dinge bevölkern die Räume dazwischen. Es sieht nett aus. Mir fällt kein Wort ein, das das Werk kurz und umfassend beschreiben könnte, deswegen muss ich mit dem schwammigen Nett vorlieb nehmen. Aber ernsthaft, je weiter das Wandgemälde voranschreitet, desto unaufgeräumter sieht es drumherum aus. Der Boden ist zugestellt mit dutzenden Farbdosen, verschiedenen Kunstmaterialien und leeren Limoflaschen. Rin selbst ist mittendrin in diesem Chaos, aber sie scheint sich wohlzufühlen, als ob sie ein ganz natürlicher Teil dieser Szenerie wäre. Ihre Hosenbeine sind bis zu den Knien aufgerollt
und auf ihren dünnen Waden trocknet eine wirre Kriegsbemalung, ganz wie auf Emis Gesicht. Emi sprintet mir voraus auf Rin zu und hüpft voller Freude vor ihr auf und ab. Bin wieder da! Das ging schnell. Bist du wieder auf den Fluren gerannt? Hisau hat mir geholfen. Emi zeigt siegesbewusst auf mich. Rin dreht sich um, folgt Emis Finger mit den Augen und schaut so ungefähr in meine Richtung. Sie nickt mir abwesend zu. Sieht nicht so aus, als ob sie seit letzter Nacht geschlafen hätte. Ein leerer, glasiger Blick irgendwo ins Nirgendwo und Bewegungen wie in Zeitlupe. Hallo, Hisau. Danke für die Hilfe. Du musst mir nicht danken. Habe ich aber eben. Schon in Ordnung. Du scheinst Fortschritte gemacht zu haben. Sieht gut aus, soweit ich das beurteilen kann. Jetzt wirst du noch mehr Pech haben. Ich weiß, aber das Risiko gehe ich ein. Nett von dir, das zu sagen. Also für mich natürlich, nicht für dich. Deswegen haben Maler immer Pech. Sie müssen sich ständig ihre unfertigen Bilder anschauen. Deswegen finden Maler nie die wahre Liebe. Ihre Lieblingsserien werden abgesetzt oder sie sterben jung an einer unbekannten Krankheit. Das ist ein grundlegendes und mysteriöses Gesetz des Universums. Außer wenn sie blind sind. Rin denkt eine Weile darüber nach und sieht aber aus, als ob sie gleich einschlafen würde. Es gibt da einen Jungen. Im Kunstclub, siehst du? Ein blinder Junge. Er kann es also nicht. Sehen, meine ich. Das hast du mir schon erzählt. Ich werfe einen kurzen Blick auf Emi und sie wirft ihn mir zurück. Sie hat das wohl auch schon mal gehört. Keiner von uns sagt etwas zu Rin, also fährt sie mit ihrem monotonen Selbstgespräch fort wie ein unlustiger Bühnenkomiker. Er sollte Maler werden. Garantiert kein Pech. Glaubst du nicht, dass das eine gute Idee ist? Dass nur blinde Leute Maler werden sollten? Nein, eigentlich nicht wirklich. Da könnte was Wahres dran sein. Rin gibt den Gedanken endlich auf und wendet sich wieder ihrem Werk zu. Sie nimmt es in Augenschein und fängt an, eine Melodie zu summen, die mir bekannt vorkommt, aber ihr Name fällt mir nicht ein. Emi sortiert derweil die Materialien, die wir gebracht haben, und stellt ein paar Dosen um. Sie versucht, ein wenig Ordnung zu schaffen. Emi, ich brauche das Preußisch-Blau. Welche ist das Preußisch-Blau? Hilflos schweift ihr Blick über 7 oder 8 Dosen, alle mit unterschiedlichen Blautönen. Die, wo Preußisch-Blau drin ist. Ach Rin, das hilft mir überhaupt nicht. Ich schaue mich auch um, obwohl ich selbst nicht weiß, wie Preußisch-Blau aussieht, aber ich frage mich, was Blau überhaupt mit Preußen zu tun hat. Oder was Preußen überhaupt ist, der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann ihn nicht zuordnen. Aber keine von den blauen Farben sieht preußischer aus als die anderen. Das Kleingedruckte auf den Etiketten ist lesbar genug, um festzustellen, dass keine der Dosen mit Preußen zu tun hat. Hier ist kein Preußisch-Blau. Emi seufzt auf. Dann muss ich wohl zurück und welches besorgen. Aber ich habe auch versprochen, bei meinem eigenen Klassenprojekt mitzuhelfen. Ich komme also erst später. Kannst du noch ein paar Stunden ohne die Farbe auskommen? Rin nickt, woraufhin Emi uns verlässt. Ich bleibe, weil ich Rin gerne beim Malen zuschaue und weil ich sonst nichts zu tun habe. Ich setze mich auf eine Kiste und hole mein heutiges Buch aus der Tasche. Eine Geschichte über 3 Typen, die 2 Wochen lang Bier trinken und sonst nicht viel tun. Rin entfernt sich von der Stelle, an der sie das Blau gebraucht hatte, und beginnt an einer anderen zu arbeiten. Ihr Fuß lässt den Pinsel gleichmäßig über die verputzte Mauer gleiten, Farbschichten über Farbschichten. Langsam nimmt das Wandgemälde mehr und mehr Form an. Ich blättere entspannt um. In diesem Kapitel trinken sie Bier beim Kumpel des Protagonisten. Im Kapitel davor waren sie beim Protagonisten zu Hause. Nicht gerade ein Buch, das man nicht mehr weglegen kann. Nur ein Ausschnitt aus einem imaginären Leben. Ich frage mich, weswegen ausgerechnet dieses es verdient hat, niedergeschrieben zu werden. Weswegen? Die Gründe, etwas Kreatives zu tun, sind mir unbegreiflich. So wie bei Rins Malerei. Ich habe dasselbe Gefühl bei ihr und Emi. Das Gefühl, dass sie sich aus Prinzip gegen ihre Schicksale auflehnen. Rin hat sogar selbst einmal so etwas gesagt. Mach etwas, was du nicht kannst, weil du es kannst. Hat sie das damit gemeint? Ist das ihr Grund?
Es könnte auch Emis Grund sein. Auch sie kommt mir ziemlich eigenwillig vor. Rin strahlt aber etwas anderes aus, wenn ich so darüber nachdenke. Eigentlich strahlt sie entweder gar nichts aus, oder aber jedes Mal, wenn ich mit ihr rede, etwas völlig anderes. Warum hat sie gesagt, was sie gesagt hat? Wieso malt sie? Wieso malt irgendwer oder zeichnet oder bildhauert oder schreibt? Meine kreativen Impulse haben sich bisher in einem sehr überschaubaren Rahmen gehalten. Ich glaube nicht, dass ich das wirklich verstehen kann. Irgendwie fühle ich mich so leer. Was für ein düsterer Gedanke, und ich weiß noch nicht einmal, ob es stimmt oder nicht. Bin ich wirklich zufrieden damit, so zu sein, wie ich bin? Ich kann nicht abstreiten, dass ich ein wenig neidisch auf Rin bin, aber trotzdem habe ich nicht wirklich das Gefühl, dass mir etwas fehlt. Ich bin ich und sie ist sie. Und mit dieser Weisheit werden wir den heutigen Part beenden. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Das mit dem Malen ist schon ziemlich beeindruckend, finde ich persönlich. Zum einen, wie sie es tut und ja, mit auch die Fragen, die sich Hisao stellt, sag ich mal, sind Fragen, die bei uns sicherlich viele sich schon mal gestellt haben, nicht? Aber bevor ich jetzt hier so philosophisch werde, sag ich mal, beende ich lieber den Part. Ich habe doch wieder etwas länger gemacht, aber da wir ja letzten Mal doch relativ kurze Parts öfter hatten, sag ich mal, war das mal ganz gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal geht's dann wieder frisch und munter geht's weiter bei Let's Play Katawa Shoujo. Und bis dahin sage ich, macht's gut alle, ciao, bis dann, euer Dreambird.